Hallo und herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal Finanzen Parkett, dein Podcast für die finanzielle Freiheit. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu unserem Podcast Finanzen Parkett. Heute gehen wir auf die wichtigsten News der vergangenen Börsenwoche KW21 ein, vom 18.05. bis zum 22.05.2020. In der vergangenen Woche gab es vergleichsweise wenig Aufregung an der Börse. Durchweg kann daher gesagt werden, dass die Woche sich der Markt eher weniger bewegt hat. Der DAX startete Anfang der Woche mit etwa 10.680 Punkten und schloss etwa am Freitag bei 11.073 Punkten ab. Und ich würde sagen, Gerrit, fang doch direkt mal mit dem Montag an. Was ist genau am Montag an der Börse passiert? Genau, nicht nur an der Börse ist viel passiert, sondern auch politisch. Da würde ich jetzt erstmal so drauf einsteigen. Also am 18.05. hat sich Heiko Maas, unser Außenminister, mit seinen Kollegen im Ausland beraten, um eventuell doch die Reisebeschränkungen in der EU teilweise zu lockern. Folglich kann es eventuell doch noch einen Urlaub in der EU für uns deutsche Urlauber geben. Und ich denke mal, daraus lässt sich auch ableiten, dass dann wieder eventuell die Aktienkurse einiger Fluggesellschaften, zum Beispiel Ryanair oder die Deutsche Lufthansa, dass die Aktienkurse wieder den Start aufnehmen und vielleicht so ein bisschen an Auftrieb gewinnen, aber auch, dass sich dadurch dann der Ölpreis vielleicht, dass der wieder steigt, einfach nur, weil dementsprechend ja auch wieder die Menschen unterwegs sind und Urlaube planen, beziehungsweise auch mal so weitere Tagestrips oder auch in andere EU-Länder ihren Urlaub halt ausweiten. Und ich denke mal, das spricht dann auch wiederum für meine Lieblingsaktie, beziehungsweise Dividendenperle, die Shell-Aktie. Wir werden sehen, was passiert. Ich selber würde natürlich auch ganz gerne in Urlaub fahren. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Yannick, aber ich würde ja, auf jeden Fall ganz gerne in der EU Urlaub machen. Also ich weiß auch nicht, bei mir in der Familie oder im Freundeskreis, da ist überhaupt noch nirgendwo Urlaub irgendwie geplant. Ich glaube, dass dieses Jahr wahrscheinlich es eher nichts mehr wird mit dem Urlaub. Aber für Spontanurlaub bin ich immer einig zu haben. Genau, so denke ich das auch. Direkt habe ich jetzt auch noch nichts geplant, aber ein Kurztrip oder für eine Woche mal, weiß ich nicht, Spanien oder nach Südfrankreich, wäre schon nicht verkehrt. Ryanair, also Europas größter Billigflieger, gerät weiterhin durch die Coronavirus-Krise in schwere Bedrängnis und wird im zweiten Geschäftsquartal größere Verluste als geplant hinnehmen müssen. So durfte zwischen April und Juni ein Verlust von mehr als 200 Millionen Euro anfallen. Das hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt. Und der Konzern plant für dieses Jahr lediglich mit 80 Millionen Passagieren. Das sind rund 50%, also die Hälfte weniger. Das heißt, geplant war mit 154 Millionen Passagieren. Dann kann es eventuell noch zu einem Mega-Börsengang kommen im Bereich, ich sag mal, Kaffee. Und zwar möchte JDE, das ist Jacobs Douwe Egberts, mit Jacobs Krönung. Genau, richtig. Das könnte nämlich der größte des Jahres und ist auch der größte in Europa werden. Und dahinter steht halt die Milliardärsfamilie Reimann. Laut einem Bericht der Financial Times soll ein möglicher Börsengang des Kaffeekonzerns JDE Peet an der Amsterdamer Börse bis zu 2 Milliarden Euro einbringen. Die Emissionen sollten laut Insider noch in dieser Woche offiziell angekündigt werden. Bisher habe ich noch nichts gelesen, aber das kann ja vielleicht heute noch kommen. Der Börsengang wäre dann bisher der größte in Europa in diesem Jahr. Und wie du eben schon sagtest, bekannt durch Jacobs Kaffee, also Jacobs Krönung. Dann kam noch aus Saudi-Arabien eine interessante Info. Der saudische Staatsfonds baut seine Aktienbeteiligung weiter aus. Wie aus der Pflichtmeldung an der US-Börsenaufsicht hervorgeht, hat der saudische Staatsfonds Public Investment Fonds, kurz PIF, seine Beteiligung im ersten Quartal dieses Jahres stark ausgebaut. Der Fonds erwarb demnach Anteile an Facebook, Walt Disney und Cisco im Wert von rund 500 Millionen Dollar. Der Fonds hat außerdem Anteile an der Citigroup für 522 Millionen, an der Bank of America für 488 Millionen sowie an Boeing für 714 Millionen Dollar erworben. Im April kaufte der Fonds sich außerdem Anteile von Shell, Eni, Total und Equinor. Das war's ganz kurz zum Montag und du machst ja jetzt weiter mit dem Dienstag.
Ja, dann kommen wir zum Dienstag. Am Dienstagmorgen gab es direkt wieder von unserem allseits bekannten Präsidenten Donald Trump und der WHO Nachrichten. Der Präsident will weiterhin, dass die WHO ihre Unabhängigkeit weiter zu China beweist. Dadurch hat quasi der US-Präsident weiterhin ist im Streit mit der Weltgesundheitsorganisation mit dem Umgang der Coronavirus-Pandemie. Also er sagt ja, dass quasi die Chinesen oder die WHO ist mit den Chinesen viel zu dick und man hätte schon viel früher darauf reagieren sollen. Und so nur dadurch, dass die Chinesen weiterhin ihre Grenzen offen lassen durften und es keine große Reisewarnung und so weiter gab, hat sich der Virus über die gesamte Welt verbreiten können. Und er droht damit, dass wenn nicht innerhalb von 30 Tagen da wesentliche substanzielle Veränderungen eintreten, dass die Beitragszahlungen weiter eingestellt werden und über einen Ausstieg sogar beraten werden soll, also aus der WHO. Und wenn das natürlich passiert, ist vielleicht dann halt schon eine krasse Sache, wenn Donald Trump einfach, also Amerika einfach aus der WHO aussteigt. Ja, wir werden mal sehen, was da noch passiert. Dann die Grenzöffnung innerhalb der EU. Also der Heiko Maas und seine Amtskollegen in der EU haben weiter über eine Öffnung der Grenzen für Touristen zum Sommerbeginn ausgearbeitet. Und die Reisebranche bereitet sich dann quasi jetzt schon darauf vor, dass die ganzen Hotels, Flüge und alles Mögliche für die Touristen dann schon bereitsteht, dass man quasi dann nur noch losgehen muss und alles aufmachen muss. Was ein großer Faktor werden wird, dieses Quartal und auch die nächsten Quartale und vielleicht auch die nächsten Jahre für die Reisebranche, sind höhere Kosten durch Hygiene und vor allem auch durch Sicherheit, dass sich in diesen Urlaubsorten das Virus nicht ausbreiten kann oder dass man es zumindest vermeiden möchte, weil sonst muss man Hotelkomplexe wieder komplett schließen und das wäre im Endeffekt noch schlechter wieder und würde auch dann wieder Touristen weiter vertreiben und auch vom Buchen abhalten. Dann gab es wieder News leider zu Wirecard. Wir haben schon so oft über Wirecard geredet. Also wenn ihr euch wirklich für Wirecard extrem interessiert, dann schaut euch doch gerne mal unseren letzten oder war es vorletzter Podcast? Ich bin mir gar nicht mehr so ganz sicher. Ah, unseren vorletzten Podcast zum Thema Wirecard an. Da haben wir auch genau über die Vorwürfe geredet von der Financial Times und jetzt auch über die KPMG, also über den KPMG-Bericht. Also wenn euch das interessiert, dann schaut doch da gerne mal vorbei und hört euch da den Podcast auf jeden Fall gerne an. Genau, da ist es so gewesen am Dienstag, dass ein britischer Hedgefondsmanager gerichtlich gegen das Wirecard-Management vorgehen möchte. Der Hedgefonds hat am Dienstag bei der Staatsanwaltschaft München Strafanzeige gegen Wirecard-Verantwortliche gestellt. Nach Einschätzung dieser haben sich aus dem Ende April veröffentlichten KPMG-Sonderbericht, darauf gehen wir ja in den Podcast ein, Auffälligkeiten ergeben, die möglicherweise quasi, die man strafrechtlich verfolgen kann. Und jetzt ist noch das ganz Interessante, der Fondsmanager hat nämlich eine Short-Position laufen. Das heißt, es kann auch nur gut sein, dass er durch diesen Gerichtsprozess weiter quasi dieses Short-Gehen anheizen möchte, diese Leerverkäufe anheizen möchte und dass er einfach weiterhin schlechtes Wetter über Wirecard bringen möchte und halt auch da dann sein Geld verdienen möchte damit. Aber das sind alles nur Spekulationen. Wir werden sehen, was in der Zukunft passiert. Imperial Brands hat auch angekündigt, dass sie Sparmaßnahmen einleiten müssen, weil der Zigarettenkonsum aufgrund der Corona-Pandemie zurückgegangen ist. Also es ist auch immer komisch, in den Nachrichten kommt, ja, der Zigarettenkonsum weitet sich aus durch die Corona-Pandemie und am nächsten Tag heißt wieder, der Zigarettenkonsum geht zurück durch die Corona-Pandemie. Ja. Also es ist irgendwie, man kann sich nicht so wirklich entscheiden am Markt, was jetzt da der Fall ist. Ist so mein Gefühl, oder jeder macht da irgendwie anders Werbung für sich. Zum Beispiel Altria hat letztens erst wieder gesagt, ja, der Zigarettenkonsum wird extrem durch die Corona-Pandemie angeheizt. Also was da jetzt im Endeffekt richtig ist, werden wir erst im Q3 und Q4 wahrscheinlich wissen. Ja, denke ich auch. Aber ich glaube auch hier, dass Imperial Brands sich über die vergangenen Jahre halt auch stark verschuldet hat und dass das vielleicht eher nur so eine, wie soll ich sagen, so eine Ausweichstrategie ist, halt irgendwie begründen zu können. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt großartig der Konsum eingebrochen ist, weil dieser Sucht verdient das Unternehmen ja hauptsächlich das Geld. Und warum, ich glaube nicht, dass man von heute auf morgen, dass einfach so jeder diesen Konsum auf einmal einstellen kann. Weißt du, was ich meine? Und es ist ja auch so, dass jetzt aufgrund von diesen, also was das Management quasi gemeldet hat, wurde die Dividende um ein Drittel eingestrichen. Und Imperial Brands hatte doch auch, hast du mir, glaube ich, letztens irgendwie geschrieben, 100% Payout-Quote. Oder wie war das nochmal? Über 100%?
Ich glaube sogar 110, meine ich, habe ich mal recherchiert. Und das ist natürlich also 10% mehr, was das Unternehmen überhaupt an Gewinn ausschütten kann. Also es schüttet mehr Dividende aus, als es überhaupt am Ende überbleibt an Gewinn. Und das finde ich schon extrem gefährlich. Und dann parallel sich noch irgendwie mit Krediten einzudecken und sich zu verschulden, das kann ja nur nach hinten losgehen. Auf jeden Fall. Also ich bin da auch gespannt, ob die Dividende jemals wieder auf ein Niveau quasi von 14%, was waren letztens die Dividendenrate, 14 oder 18% fast, ob Imperial Brands da langfristig auch wieder irgendwo hinkommen wird in die Liga. Es bleibt spannend. Außerdem hat es schwächere Nachfrage nach E-Zigaretten gegeben, da quasi die Vorschriften sich in den USA weiter verschärft haben. Und mittlerweile nur noch bestimmte Geschmacksrichtungen von E-Zigaretten quasi verkauft werden dürfen. Also bestimmte Liquids quasi. Aber hier sehe ich ganz klar den Vorteil dann wiederum bei Altria. Viele investieren ja nicht in Altria, weil sie sich anscheinend ja nur auf den US-amerikanischen Markt spezialisiert haben bezüglich Zigaretten. Also man kennt ja die Zigarettenfirma Marlboro, beziehungsweise die Marke, meine ich. Und von daher finde ich das so lustig. Aber ich denke mal, dass Altria hier viel mehr und viel bessere Chancen hat, weil sie ja viel eher auf diesen Marktwege gehen können. Hingegen Imperial Brands ist natürlich international stärker vertreten. Aber nichtsdestotrotz dauert es vielleicht länger, um auf regulatorische, politische Entscheidungen reagieren zu können. Ja, stimmt. Also. Wobei, man muss ja auch sagen, Altria hat ja auch, was war es nochmal mit diesen Juuls, diese Marke, die sie da gekauft haben, Ja. haben sie auch eine riesengroße Abschreibung machen müssen, weil doch sie rausgefunden haben, dass es irgendwie so komische Lungenkrankheiten auslösen kann, diese E-Zigaretten oder diese gesamten Juuls-Sachen, wurde da direkt ja damit in Verbindung gebracht, hat ja auch extrem den Ruf vom Altria wieder geschadet, leider. Ja, das stimmt. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht geklärt, wie es da jetzt ausgeht, Ja. gerichtlich oder außergerichtlich, wie auch immer. Von daher, das bleibt auch nochmal ein spannendes Thema. Aber nichtsdestotrotz glaube ich schon auch, dass Juul ja ein amerikanisches Unternehmen ist und die dementsprechend schnell oder besser handeln können als Imperial Brands. Ich kenne auch jemanden aus der Schule, der hat ein Auslandsjahr gemacht in den USA und hat mir erzählt, dass in den USA diese Juuls E-Zigaretten voll im Hype sind. Also dort gibt es halt keine anderen Marken wie diese Juuls E-Zigaretten. Und Ah, das ist halt okay, dann interessant. wahrscheinlich deswegen ist es auch so, dass es zuerst, das war dann der Sündenbock quasi von dieser E-Zigarettenkrise dann, dass quasi die Leute so Lungenkrankheiten bekommen haben und dann wurde direkt damit dieses Juuls quasi verbunden. Ah, Aber okay. die letzten Zahlen von Altria waren jetzt ja nicht mehr so schlecht. Das heißt, ich bin da eigentlich auch guter Dinge. Ich bin selber in Altria investiert, deswegen an der Stelle keine Anlageberatung oder Kaufempfehlung oder Verkaufempfehlung von irgendwas. Ich bin auf jeden Fall in diesem Feld investiert. Jeder muss sich das sein eigenes Bild machen. Genau, das ist auch Du nochmal bist ja, glaube wichtig. ich, auch in Altria, ne? Ich bin auch in Altria investiert und ich hoffe ja auch mal, dass sie sich zukünftig wieder mit, ich meine, sie hatten sich ja von Philip Morris abgetrennt oder abgespalten und dass die sich wieder zusammenfinden und dann international besser dastehen können. Genau, dann würde ich sagen, dann machst du doch einfach mal mit dem Mittwoch weiter und erzählst uns, was da genau passiert ist. Also am Mittwoch kam eine Meldung von VW, dass sie 9 Millionen Euro für die Einstellung des Verfahrens bezüglich des Abgasskandals und zwar gegen zwei Vorstandsmitglieder, dem Herbert Diess und dem Chefaufseher Hans-Dieter Pötzsch, dass sie das einstellen möchten. Und das Landgericht in Braunschweig hat sich laut VW auf diese Auflagen geeinigt. Und somit lässt sich ein mögliches Verfahren um die mögliche Manipulation in dieser Dieselaffäre vermieden werden, das sich direkt halt gegen diese beiden Vorstandsmitglieder richtet. Finde ich persönlich so ein bisschen unfair, wenn man davon gewusst hat, dann sollte man auch dahinter zu 100% stehen und sich nicht wieder dem Verfahren quasi oder das Verfahren mit finanziellen Mitteln einstellen. Aber es ist halt nur meine persönliche Meinung. Ich selber habe keine VW-Aktien. Das liegt jetzt auch nicht daran. Aber ich finde, wenn man zu irgendwas hinter 100% steht oder auch von irgendwas gewusst hat, gerade im Management, die verdienen auch wirklich sehr gut bei VW, würde ich mal behaupten, dann sollen sie auch zu 100% ja, hinter diesem Dieselskandal in dem Fall ja stehen. Aus den USA, in Anbetracht der Krise schätzen Ökonomen aufgrund der hohen Arbeitslosigkeit und dem Nachfrageeinbruch einen Bruttoinlandseinbruch von bis zu 38% im schlechtesten Fall im nächsten Quartal. Das zeigen auch wieder die Arbeitslosenquote.
Da ist ja noch einiges dazugekommen, aber da gehen wir dann nachher nochmal zum Ende der Woche drauf ein. Jetzt würde ich erstmal zu Luckin-Coffee kommen. Das ist ja quasi das Pendant bzw. der Gegner von Starbucks im asiatischen Raum vielmehr vertreten. Und die Kaffeehauskette entließ am Mittwoch seine Führungskräfte, um sich den schweren Mantel der Bilanzmanipulation weiter abzustreifen. Folglich wurden der CEO und COO gefeuert, da diese direkt mit dem Skandal in Verbindung zu bringen sind. Ich wollte jetzt auch noch mal kurz was sagen zu Luckin Coffee. Im Hoch waren wir fast bei 33 Euro, jetzt sind wir noch bei 1,24 Euro. Also ich denke, da ist wahrscheinlich bald die Road to Penny Stock erreicht. Dann haben wir dann auch die Nasdaq-Delistung. Und ob Luckin Coffee jemals wieder zu dem neuen Starbucks wird oder zu einem starken Starbucks-Konkurrenz, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Und ich meine, der Trend oder der Hype, der ist einfach, da ist der Rauch raus. Es war viel heiße Luft. Und das ist dem Management maximal auf die Füße gefallen und somit jetzt leider auch Luckin Coffee. Auch wenn wahrscheinlich dann, keine Ahnung, die Filialen super waren und vielleicht auch die Kunden zufrieden waren. Aber ich meine, halt sowas zu machen, so die Bilanz aufzublasen und solche Umsätze reinzubuchen und so weiter. Ja, selber schuld. Die Firma wird wahrscheinlich vor die Hunde gehen, würde ich jetzt mal sagen. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Wir werden sehen. Ja, also ich finde schon, dass es ein richtiger Schritt ist, dementsprechend das Management direkt zu entlassen. Aber auch das Vertrauen ist weg, ähnlich wie bei Wirecard, würde ich mal so ein bisschen sagen. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Gut, dann würde ich nochmal ganz gern zu CTS Eventim kommen. Und das ist ja der deutschlandweit größte Anbieter für Veranstaltungen jeglicher Art, Theater, Konzerte, Festivals und so weiter. Und die Furcht vor dem Ausmaß der Corona-Belastung hat die Aktie des Tickethändlers und Eventveranstalters am Mittwoch tief ins Minus gedrückt. Die Aktien sackten zuletzt um 13% auf 32,60 € ab. Ich glaube, auch hier waren wir sogar mal schon bei zwischen 70 und 80 Euro, oder? Weißt du das? Ich weiß es gerade nicht aus Ich dem habe die Kopf, leider aber. nur einmal durch die Focus Money gesehen. Die Aktien fahren die Aktie extrem, extrem spannend Ja. und war kurz davor, mir die Aktie zu kaufen. Aber dann wieder hatte ich dieses, keine Ahnung, dieses Zögern und ich habe es einfach nicht gemacht. Keine Ahnung, ich habe wahrscheinlich die Aktie wieder vergessen. Und jetzt bin ich Gott froh, dass ich die Aktie nicht gekauft habe. Also einfach, keine Ahnung, wieder extremes Glück gehabt, weil ich hätte wahrscheinlich aus Aspekten von Zukunft, auch von den Zahlen her, hätte ich sie mir wahrscheinlich ins Depot gelegt. Ja. Da muss ich ganz ehrlich sein. Ja, ich denke ich auch. Also kommst eigentlich auch gar nicht um das Unternehmen drumherum, wenn du irgendwo auf ein Konzert oder auf ein Event gehen möchtest. Und das ist ja auch so spannend. Ich habe auch mal eine Doku gesehen, die bieten ja auch dem Veranstalter beziehungsweise, sag ich mal, dem Sänger die Räumlichkeiten an. Ich glaube auch, dass es gesetzlich so geregelt ist, dass in einem Umkreis, wo das Konzert stattgefunden hat, in einer entsprechenden Zeit kein anderer Tickethändler dort Tickets anbieten. Also das ist schon extrem reguliert und CTS Eventim profitiert sowas von diesen Regulatorien. Die haben sich natürlich auch eine mega Marktstellung als Tickethändler. Ich kenne auch so gut kaum wie einen anderen Tickethändler. Also wenn, dann muss man dann das direkt über die Homepage wahrscheinlich sich das Ticket kaufen. Aber ich glaube, um CTS Eventim kommt man so gut wie gar nicht mehr drum herum. Die sind ja, glaube ich, auch im MDAX, wenn ich es richtig noch immer in Erinnerung habe. Ja, ich meine auch. Aber nichtsdestotrotz haben die auch Corona-bedingt die Dividende, meine ich, auch komplett gestrichen gehabt. Aber Ja, ist ja auch haben wir auch ein schon darüber wichtiger Schritt, berichtet. um. Da hatten wir, glaube ich, auch schon in dem Börsentalk, ich glaube, KW19 oder so, oder KW, was hatten wir? 1920 haben wir darüber auch schon berichtet, Ja. dass sie Dividende gekürzt haben, um quasi einfach, ja, Cash aufzubauen, also Liquidität zu haben, ne? Ist auch vollkommen richtig. Aber ich denke mal, dass sie auch im Nachgang wieder gut anziehen wird, die Aktie, wenn das alles vorbei ist und endlich auch mal ein Impfstoff bzw. ein Medikament gegen Corona vorhanden ist. Gut, dann kommen wir noch zu Lowe's. Das ist ähnlich wie The Home Depot, ja, ein Baumarkt. Die haben halt ein super Quartalsergebnis geliefert, was die Aktie auf ein 3-Monats-Hoch gehievt hat. Die Aktie der US-Baumarktkette steigt im vorbörslichen Geschäft am Mittwoch an der Wall Street um 6%, weil viele Amerikaner die Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie für Renovierung nutzten, stieg der Gewinn zum Jahresauftakt auf 1,77 Dollar je Aktie.
Analysten hatten hier aber nur mit 1,32 Dollar gerechnet. Es war einmal der Mittwoch und du berichtest einmal über den Donnerstag. Ja, am Donnerstag gab es auch wieder Neuigkeiten aus der Reisebranche oder für die Reisebranche. Kunden, die jetzt eine Pauschalreise gebucht haben, können weiterhin ihr Geld zurückfordern und darauf bestehen. Und es gibt laut Bundesregierung weiterhin keine Gutscheinlösung. Also die Kunden haben lediglich quasi es in der Hand, wenn sie sagen, ich verzichte freiwillig auf das Geld und möchte quasi einen Gutschein haben. Mhm. Damit können quasi dann die Reiseanbieter weiterhin sich nicht irgendwie durch irgendwelche Gutscheine ins nächste Quartal oder ins nächste Jahr retten, sondern müssen quasi dieses Geld weiterhin bereithalten und rausgeben. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, das muss man immer wieder für sich selber entscheiden. Ich weiß auch nicht, wenn ich jetzt persönlich eine Reise gebucht hätte, wäre ich, glaube ich, auch sehr froh, wenn ich mein Geld wieder zurückbekommen würde. Ja. Zum Beispiel haben wir jetzt ja auch mitbekommen, dass diese Woche hat Hertz ja auch Insolvenz angemeldet. Das ist ja natürlich dann auch blöd, wenn du dein Auto da gebucht hast und alles Mögliche und dann kriegst du dein Geld nicht mehr, weil die irgendwann insolvent gehen. Ja. Und dann kannst du nicht mehr einen Gutschein. Ich meine, dann kannst du dir wahrscheinlich einen Gutschein von Ferrari geben, der ist nichts mehr wert. Ist, ja. Also da muss sich jeder seine eigene Meinung bilden. Als Aktionär ist natürlich dann immer diese Gutscheinlösung besser. Ja, das stimmt. Dann gab es noch Neuigkeiten zur Lufthansa. Anscheinend gibt es jetzt ein Übereinkommen mit der Bundesregierung und Lufthansa, dass quasi sich der deutsche Staat mit 25% und einer Aktie an Lufthansa beteiligen wird. Und darüber hinaus wird noch weiteres Kapital zur Verfügung gestellt, um quasi Lufthansa für Investitionen und andere Sachen wieder fit zu machen. Insgesamt sollen sich die Beteiligungen auf ungefähr 9 Milliarden Euro summieren. Dann gibt es auch wieder ganz tolle Neuigkeiten aus Mexiko. In Mexiko-Stadt wird erstmal wieder unser Corona-Bier gebraut. Es ist wieder erlaubt. Also ich weiß auch nicht, wie man sowas verbieten kann, aber ich meine, es ist halt Amerika, die sind alle verrückt und verbieten dann Corona-Bier, weil da Corona draufsteht. Wenn es gefällt, dann muss man es so machen. Ich finde es blöd, aber ja. Also können quasi die App in InBev-Investoren wieder ein bisschen aufatmen, weil es die Produktion von Corona-Bier, dem beliebtesten Bier, glaube ich, in den USA, läuft wieder. Dann gab es noch Neuigkeiten aus der Türkei. Die türkische Zentralbank hat den Leitzins um 50 Basispunkte auf 8,25% gesenkt. Und es ist quasi jetzt die 9. Zinssenkung in Folge von der Zentralbank. Krass ist jetzt diese Entwicklung. Im Juli 2019 stand der Leitzins noch bei 24%. Und jetzt steht er noch bei 8,25%. Somit steuert die Türkei auf eine zweite Rezession in nur weniger als 2 Jahren zu. Also man sieht ja einfach, dass irgendwie irgendwas läuft ja schief zwischen dem türkischen Staat und der Zentralbank. Ja. Weil eine Zentralbank macht nicht so krasse Zinssenkungen in so kurzer Folge. Es ist einfach viel zu viel. Ich glaube, denen wird das massiv auf die Füße fallen. Mhm. Wenn man so schnell den Leitzins senkt, das kennen wir ja auch aus der Immobilienkrise in 2008, 2009. Mhm. Da wurde der Leitzins auch extrem, extrem schnell gesenkt in den USA und dann ist es den Leuten massiv auf die Füße gefallen. Also wir werden sehen, was da passiert, aber ich glaube, dass die Türkei dann noch richtig bluten wird. Deswegen denke ich auch. Ja, dann kommen wir noch zum Freitag. Da würde ich der Gerrit jetzt auch nochmal erzählen, was am Freitag passiert ist. Ja, das ist echt interessant. Der Facebook-Chef Mark Zuckerberg geht davon aus, dass die Corona-Krise einen langfristigen Wandel in der Arbeitswelt außerhalb des Büros angestoßen hat. Das Thema Homeoffice hat seit der Krise eine völlig neue Bedeutung gewonnen. Mark Zuckerberg geht sogar so weit und vermutete, dass in 10 Jahren jeder zweite Beschäftigte bei Facebook im Homeoffice arbeiten würde. Auch Twitter stellte seine Mitarbeiter frei, ob sie nach der Corona-Krise weiter im Homeoffice arbeiten wollen oder nicht. Sofern die Aufgaben es natürlich erlauben. Ja, ich selber merke das auch. Unser Unternehmen hat jetzt, wo ich arbeite, extrem viel gelernt und hat auch gezeigt, dass Meetings nicht physisch abgehalten werden müssen, sondern auch über Zoom. Das haben wir jetzt ja auch abgelöst und sind dann zu Cisco WebEx gegangen, wie auch immer, dass es auch virtuell funktioniert. Ich bin natürlich immer noch ein Freund, dass man das alles im gewissen
oder in einem gesunden Rahmen natürlich macht, weil alles nur von zu Hause aus zu bearbeiten, das wird auch nie im Leben funktionieren. Du brauchst ja immer noch Menschen, die Ware, sag ich mal, auch von A nach B bringen. Es braucht immer noch Menschen, die auch sich mal gegenüber sitzen und Mimik und Gestik ja auch in dem Sinne dann austauschen. Und das und ohne dem geht es halt nicht. Also ich bin nicht der Meinung, dass man alles nur virtuell machen kann, weil da auch zum Teil Emotionen, wenn es nur auf der Tonspur ist, halt wegfallen, die so nicht sichtbar sind. Das ist halt meine Meinung. Mark Zuckerberg hat sich in dem Fall jetzt so geäußert und natürlich hat er auch ein ganz anderes Business. Von daher bleibt es spannend. Ich denke mal schon, dass zukünftig viel mehr Leute aus dem Homeoffice arbeiten werden, aber halt auch immer nur, wie gesagt, meiner Meinung nach im gesunden Rahmen. Ich weiß nicht, Janik, du bist ja auch im Homeoffice. Hast dich jetzt auch erst seit kurzem damit auseinandergesetzt? Wie fühlst du dich dabei so? Ja, also ich bin jetzt seit letzter Woche wieder aus dem Urlaub und auch dann im Homeoffice. Und jetzt die erste Woche war für mich eigentlich wirklich mein erstes Mal wirkliches Homeoffice und es hat sich am Anfang echt komisch angefühlt und auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber mittlerweile habe ich so verstanden, wie ich mir meinen Tag einteilen muss und dass ich jetzt hier meine Arbeitsatmosphäre habe zu Hause. Also ich sage, dass es einfach nur eine Art Gewöhnungssache ist und ich glaube, dass ich jetzt einfach dann jetzt am Morgen, also am Montag, wahrscheinlich nochmal deutlich besser und effizienter arbeiten kann, als ich es letzte Woche gemacht habe, weil ich erst mich mit dem Homeoffice anfreunden musste. Ja, okay. Aber ich finde Homeoffice an sich eigentlich eine tolle Sache. Ja, das stimmt. Mark Zuckerberg sagt ja auch, dass es effizienter sein wird, wenn man von zu Hause oder sein kann, wenn man von zu Hause aus arbeitet. Aber nichtsdestotrotz müsste da auch irgendwie noch Wahn bewegt werden. Zumindest jetzt nicht bei Facebook vielleicht in dem Ausmaß, aber jedes andere Unternehmen, keine Ahnung, BASF oder Bayer oder was weiß ich nicht, sind ja alles Konzerne, wo auch noch Menschen physisch zur Arbeit kommen müssen, um einfach entweder Anlagen zu überwachen oder Chemikalien aufzufüllen, abzufüllen, umzufüllen und direkt zum Kunden bringen zu müssen. Also das wird wahrscheinlich auch eher nur in Verwaltungsebene funktionieren, meiner Meinung nach, wenn es sich um solche Betriebe geht. Gut, dann aus Großbritannien. Der britische Premierminister Boris Johnson will einem Zeitungsbericht zufolge die Abhängigkeit seines Landes von wichtigen medizinischen Gütern und anderen strategischen Waren aus China beenden. So eine Nachricht finde ich erstmal grundsätzlich positiv zu bewerten. Einfach nur, damit auch wieder hier vor Ort mehr produziert wird. Man hat ja auch nicht diesen langen Weg, diese lange Lieferstrecke und ist halt nicht von den dortigen Lieferanten hauptsächlich abhängig. Ich persönlich finde es gut, weil ich selber diese Situation kenne, wie abhängig man ist von, sag ich mal, asiatischen oder US-amerikanischen Lieferanten abhängig ist. Und von daher finde ich, sollten wir Deutschen das auch langfristig wieder eher so umsetzen, dass man hier in Europa oder ich sage jetzt mal eher im Nahen Osten, gar nicht so weit weg, vielleicht produzieren lässt oder sich Zwischenlieferanten sucht. Aber es ist halt nur ganz meine persönliche Meinung. Von daher fand ich es ziemlich interessant, dass auch der Premierminister Boris Johnson das so sieht und auch umsetzen möchte. Der Einzelhandel, den hat es natürlich richtig zerlegt während der Corona-Krise, nämlich unverkaufte Frühjahrsmode macht halt diesen Einzelhändlern im Modegeschäft große Sorgen. Die Umsätze sind selbst nach den jüngsten Lockerungen weiterhin katastrophal. Die Händler fürchten sich nun vor ruinösen Preisnachlässen. Und da bleibt natürlich vielleicht die Frage, ob man die Ware nur noch vernichten kann. Vernichten ist immer so ein krasses Wort. Ich bin vielleicht eher dafür, dass sie plus minus null daraus gehen oder das irgendwie kombinieren, ne? Sprich, du kaufst zwei neue Hosen, dann kriegst du halt eine Frühjahrshose umsonst dazu oder so. Keine Ahnung, da lässt sich bestimmt was regeln, dass sie auch noch mit einem kleinen Gewinn dabei rausgehen. Aber komplett vernichten, ich meine, das haben Menschen irgendwie ja erzeugt. Du hast die Natur dafür gebraucht, um an Baumwolle ranzukommen. Und das jetzt einfach nur zu verbrennen, weil es keinen Umsatz macht, das finde ich extrem kritisch. Von diesem Gedanken sollte man auch nochmal irgendwie weg. Und wenn es halt politisch ist, also dass der Staat regulatorisch da eingreifen muss. Der US-Arbeitsmarkt, hatte ich ja schon von dem Mittwoch berichtet. Die Arbeitslosenzahlen in den USA steigen weiter. Allein bis zum 16. Mai sind weitere 2,4 Millionen US-Bürger arbeitslos gemeldet worden.
Somit summiert sich die Arbeitslosigkeit laut den jüngsten Zahlen auf 38,6 Millionen Menschen. Also überschlagen 39 Millionen Menschen sind da drüben arbeitslos. Somit setzt sich der Trend von ungefähr 3 Millionen Arbeitslosen pro Woche leider weiter fort und die Lockerungen sorgen eher weniger für eine Umkehrung dieses Effekts. Also ich bin echt gespannt, wann das wieder abflacht, ne? Also ob wir noch die 40-Millionen-Marke knacken werden, ich gehe mal davon stark aus. Ich bin auch gespannt, was jetzt kommende Woche für Zahlen kommuniziert werden aus der Richtung. Ich denke auch, dass es dann im zweiten und im dritten Quartal nochmal richtig krass auch auf die US-amerikanischen Unternehmen Auswirkungen hat. Dann Nvidia, der Grafikkartenspezialist, hat im vergangenen Quartal von einem regen Geschäft mit Rechenzentren profitiert. Der Umsatz des Konzerns stieg im Jahresvergleich um knapp 40% auf gut 3 Milliarden Dollar. Der Gewinn sprang von 400 Millionen auf 920 Millionen Dollar. Das Geschäft mit Rechenzentren trug maßgeblich zu dem Wachstum mit einem Umsatzplus von 80% auf 1,1 Milliarden Dollar bei. Im Gaming-Bereich mit Nvidias Grafikkarten für Notebooks und Desktop-Rechner stiegen die Erlöse um knapp 30% auf 1,3 Milliarden Dollar. Diese Entwicklung habe ich selber auch persönlich wiederum festgestellt. Also viele Arbeitskollegen von mir, die haben jetzt sogar ein Notebook zur Verfügung gestellt bekommen, beziehungsweise haben sich diese erst bestellt. Die werden wahrscheinlich in den nächsten Wochen erst geliefert, um einfach auch flexibler dann ins Homeoffice gehen zu können. Und das möchten natürlich auch wahrscheinlich die Arbeitgeber so, weil du wahrscheinlich dann ja auch nochmal, so kann ich mir das vorstellen, zukünftig von zu Hause aus weiterarbeitest und einfach noch flexibler erreichbar bist. Ich selber habe mich jetzt auch schon abends nochmal hingesetzt, nochmal die eine oder andere Mail beantwortet. Das geht halt nur, wenn du ein Notebook hast. Von daher muss dieser Umstieg von Desktop-Rechner auf Notebooks sowieso dann erfolgen. Zusätzlich haben natürlich auch viele Privatpersonen, die ja aufgrund von Kurzarbeit, denke ich mal auch, oder Arbeitslosigkeit jetzt zu Hause sitzen, sich ein Notebook zugelegt oder halt, sag ich mal, ihre Desktop-Rechner aufgewertet, sprich die Grafikkarten ausgetauscht, weil sie dann ja auch irgendwie die Zeit sich vertreiben mussten und deswegen auch mit Computerspielen. Die Anforderungen sind ja zum Teil extrem hoch geworden. Die Leistung, die musst du nachrüsten, um einfach eine Chance bei Online-Gaming wahrscheinlich zu haben oder einfach auch, um eine vernünftige Auflösung darzustellen. Die letzte Meldung zum Freitag, Alibaba, das ist ja der größte Konkurrent im asiatischen Raum von Amazon und auch, ich denke mal, auch in Europa von Zalando. Die Corona-Pandemie hat den chinesischen Online-Händler Alibaba belastet. Zwar konnte der eBay- und Amazon-Rivale zwischen Januar und Ende März im Jahresvergleich den Umsatz um 22% auf 114 Milliarden chinesische Yuan, das sind umgerechnet 15 Milliarden Euro, steigern können, wie das Unternehmen halt am Freitag mitteilte. Unter dem Strich stand für den in New York an der Börse notierten Konzern wegen Bewertungsverlusten bei Investments aber ein Gewinneinbruch von 88% auf 3,2 Milliarden Yuan. Auch im laufenden Geschäft bekam Alibaba die Krise zu spüren. Das operative Ergebnis ging um knapp 20% auf 7 Milliarden Yuan zurück. Dank des Wiederanfahrens der chinesischen Wirtschaft erwartet die E-Commerce-Gruppe für das laufende Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von mehr als 650 Milliarden Yuan. Ich weiß nicht, Alibaba kennt man ja auch von dem Singles Day. Also, dass der Singles Day ist, ich glaube, im November. Und das ist mittlerweile schon ein Feiertag in China. Das heißt, man beschenkt sich, glaube ich, entweder selber, also als Single, sage ich mal, mit irgendwelchen Produkten. Also, du kaufst dann für dich selber an diesem Tag Ware ein. Und ich glaube, an diesem Tag macht Alibaba mehr Umsatz, also an diesen 24 Stunden macht Alibaba mehr Umsatz als Amazon in den Tagen wie Amazon Prime Day, glaube ich, gibt es ja, diesen Cyber Monday und Black Friday und, was Amazon da nicht an Highlights hat. Aber an diesen einen einzigen Tag macht Alibaba um einiges mehr an Umsatz als Amazon in diesen ganzen Tagen zusammen. Das ist interessant. Das ist eine krasse Entwicklung und ich persönlich halte auch viel von Alibaba, aber auch hier ganz kurz, keine Anlageberatung, ich bin in Alibaba investiert. Die haben eine ganz andere Philosophie. Also der Jack Ma, der hat ja mit, meine ich, 11 oder 14 weiteren Personen dieses Unternehmen gegründet.
Und der möchte auch, dass andere Menschen von diesem Konzept profitieren. Also das heißt, sie dürfen ihre Ware da anbieten zum Verkauf oder ihre Dienstleistung, sage ich mal so. Und das aus allen Bereichen, sprich Kleinhändler, eher mittlere Händler oder auch Produzenten. Und was ich auch interessant finde, ist, die verschicken sogar auch, sag ich mal, Industriemaschinen. Also man kann sich vorstellen, zum Beispiel ein Gabelstapler oder ein Fleischwolf in, weiß ich nicht, in welcher Größe, der ein paar Kilo Fleisch am Tag in einer Stunde verarbeiten kann. All das kannst du da dir kaufen. Und so wie ich das verstanden habe, halt auch zu einem gesunden, du führst halt nur wenig, wie soll ich sagen, Geld ans Unternehmen ab, sondern die sind einfach nur, bieten diese Plattform für viele Menschen an, um halt selber ihr Geschäft vorantreiben zu können und nicht nur, dass Alibaba davon profitiert, wie es bei Amazon meiner Meinung nach eher der Fall ist. Hier ist immer nur Amazon im Fokus und gar nicht, sag ich mal, die Händler, weil die Händler werden zum größten Teil bei Amazon nämlich auch sehr stark ausgebeutet, was ich ja unfair finde und was einfach auch dann wiederum diese Marktmacht von Amazon zeigt. Aber wie gesagt, vielleicht ändert sich das auch noch bei Alibaba. Ich persönlich finde Jack Ma als Gründer eine sehr interessante Persönlichkeit. Durch die Dokumentation, die ich bisher gesehen habe, habe ich ihn auch so ein bisschen lieb gewonnen. Ich habe auch irgendwie gehört, dass Alibaba jetzt einen Stock-Split machen möchte oder sowas nächste Woche oder in nächster Zeit. Also habe ich irgendwie gehört, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher, ob das nicht irgendwelche Fake News oder sowas waren. Okay. Da müsste ich auf jeden Fall nochmal genau nachgucken. Vielleicht können wir da nächste Woche mal nochmal genauer drauf eingehen im Börsentalk dann. Ja, finde ich echt interessant. Das habe ich jetzt mich noch nicht so, noch gar nicht mitbekommen. Bist du in Alibaba investiert? Nein. Okay, meintest du grundsätzlich dann, ich sage mal, eher chinesische Aktien oder? Nee, ich bin momentan am Analysieren sogar von einer chinesischen Aktie, die heißt nämlich Goldwind AG. Okay. Die stellen quasi lauter Windkraftanlagen und Solar entlang der Seitenstraße auf. Und ich bin da momentan überlegen, inwiefern kann ich von dieser Seitenstraße profitieren. Aber da können wir vielleicht auch nochmal eine Extra-Folge dazu machen, welche Investments würden denn Sinn machen, zum Beispiel jetzt auch, wenn man sich auf dieser Seitenstraße, weil ich meine, es ist ja so diese goldene Ader von dann Eurasien, vielleicht könnte man da auch nochmal eine Folge drüber machen, welche chinesischen Unternehmen da vielleicht sogar sinnvoll sind als Investment. Ja, da hast du recht, das ist ein interessantes Thema. Würde ich jetzt aber auch sagen, dass wir zum Abschluss kommen für die Folge. Ja. Und falls ihr weitere Informationen möchtet oder du weitere Informationen möchtest, dann schaut doch gern bei Gerrit, dem Parkettusch, auf Instagram vorbei oder bei meiner Wenigkeit, dem Finanzenfuchs auf Instagram. Und unser Podcast, den kannst du mittlerweile auf ganz vielen Plattformen finden, zum Beispiel auf Spotify, Google Podcast, iTunes, also beziehungsweise Apple Podcast und Anchor. Jede Podcast-Aufnahme wird unter anderem auch auf unserem YouTube-Kanal finanzen.parkett veröffentlicht und dort kannst du dann auch gerne mit uns in Kontakt treten und uns einen Kommentar hinterlassen, wenn du eine Frage hast oder uns Feedback geben möchtest. Aber was wir jetzt im Allgemeinen auf jeden Fall auch sagen möchten, wenn dir der Podcast gefällt, dann hinterlass uns doch gerne eine Bewertung oder ein Follow. Das würde uns extrem helfen. Genau, und dann schön, dass du heute dazu gehört hast und wir wünschen dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Gerrit, und ich wünsche dir auch noch einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Alles klar, wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Tschüss. Bis dann, ciao. Schön, dass du zugehört hast und vielen Dank, dass du bis zum Ende dran geblieben bist. Wir verabschieden uns für diese Folge und wünschen dir noch einen schönen Tag. Mach's gut und weiterhin viel Erfolg auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.